André Weiß, stellvertretender Gesamtkommandant der Feuerwehr Herrenberg. Wir wurden hier alarmiert um 4.26 Uhr zu einer Rauchentwicklung in Schießmauer 4 hier in Herrenberg. Auf der Anfahrt wurde dann auch eine Rauchentwicklung schon vom ersten Fahrzeug festgestellt. Wir haben dann sofort begonnen, die entsprechende Türe zu öffnen. Diese war verschlossen. Wir haben dann im Nachgang auch gleich 14 Personen aus diesem Gebäude evakuiert, in Sicherheit gebracht. Während des Einsatzes haben wir dann die Lagemeldung bekommen, dass sich eine Person in der Wohnung befindet. Wir haben dann sofort einen weiteren Trupp hineingeschickt zur Durchsuchung der Wohnung. Diese wurde dann auch leider Gottes im Brandschutz dann entdeckt. Es gab hier dann auch leider keine Rettung mehr. Und aufgrund dessen haben wir dann auch im Vorfeld dann schon die Alarmerhöhung gemacht. Wir haben dann Kuppingen alarmiert, wir haben die Abteilung Gülstein alarmiert, die Feuerwehrwerkstatt war vor Ort. Die Führungsgruppe der Feuerwehr Herrenberg war vor Ort. Insgesamt waren wir dann 80 Einsatzkräfte inklusive Polizei und Rettungsdienst. Und jetzt warten wir auf das Nachsorgeteam für unsere Einsatzkräfte zur Betreuung, weil wir im Nachgang eventuell noch diese Person bergen müssen. Die wird sich aber noch weiter hinziehen, bis die Kripo dann diesen Tatbereich sagen wir mal, hier aufgenommen hat. Und ich bin heute Morgen jetzt zu unserer Feuerwehr dazugestoßen, zu einem Einsatz, den man sich nie wünscht. Wir haben in einer städtischen Obdachlosenunterkunft wohl mit einem Toten zu tun. Und das ist etwas, was einem mental unheimlich letztendlich mitnimmt und was einem unheimlich leid tut. Wir sind jetzt aufgefordert, vor allen Dingen auch die Mitbewohner auch zu versorgen. Und das ist unsere Hauptaufgabe jetzt. Die Feuerwehr hat ihren Job wieder super gemacht, das muss man sagen. Und jetzt gilt es mit den anderen seelsorgerisch, aber dann natürlich auch, was die Unterkunft anbelangt, zu schauen, dass wir das ordentlich in den Griff bekommen.